Hallo! Gestern sind wir in Dunedin angekommen, haben ein bisschen außerhalb übernachtet, so mit geilen Ausblick zum Meer. Das war echt cool, oder? Zum Schlafen. Und jetzt gehen wir uns ein bisschen die Stadt anschauen. So, wir sind jetzt da in Dunedin immer noch und heute ist Schulabschluss. Die haben halt alle Graduation gemacht und da ist jetzt so eine Art Umzug, würde ich mal sagen. Und gutes Timing haben wir, wie meistens da in Neuseeland. Wir sind immer zur rechten Zeit am richtigen Ort. Bei der steilsten Straße der Welt und ich gebe Gas. Fahr rauf! Nein, bitte nicht! Sie schaut auf dem Video gar nicht so steil aus, aber da sind sogar extra Betonplatten gelegt worden, weil der Asphalt abrutschen würde. Also sie ist so steil, da wird nicht einmal Asphalt halten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zu rauf. Ja, ich muss gerade überlegen, wie ich jetzt wieder rauskomme.
nachdem wir einen ersten Stopp heute gemacht haben. Bei die Pinguine. Und bei so Seelöwen. Haben wir uns wieder angeschaut. Und das ist jetzt der zweite Stopp da. Bei eigentlich so unerklärlichen runden Kugeln am Meer. Bei den Meraki Bullas. So heißen die. Aber man weiß eigentlich nicht, wieso das so ist, oder? Die sind einfach rund und liegen da am Strand rum und keiner weiß, warum die da sein und wie sie entstanden sein. Und sie schauen eigentlich ein bisschen aus, als wir Dinosaurier-Eier haben wir festgestellt. Oder Dracheneier. Ich bin überzeugt, dass Dracheneier da sind. Innen drin ist es so gelb und diese Kristalle. Muss ich sagen. Es fangen sich an Dracheneier. Aber sie sind cool zum Anschauen. Muss man gesehen haben.